أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. Alles Lob gebührt Allah, den Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala fortfahren mit unserer Unterrichtsreihe Wie werde ich ein besserer Mensch? Und heute werden wir bi'idhnillahi samiyal alim über eines der wichtigsten Themen im Islam sprechen, und zwar über Birrul Walidain, über die Güte zu den Eltern. Und was lässt uns wissen, was die gute Behandlung gegenüber den Eltern bedeutet. Wenn wir erstmal über die Güte sprechen, und das ist das, was Allah Azza wa Jal uns vorgeschrieben hat, liebe Geschwister, gütig zu den Eltern zu sein. Allah Azza wa Jal sagt, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr, Allah, hat bestimmt, dass ihr niemanden anderen anbeten dürft, außer Allah. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Eine gewaltige Eier, die viele Leute unaufmerksam lesen, liebe Geschwister. Hier erfahren wir aus dieser Eier, dass das zweite Recht nach dem Recht Allahs das Recht der Eltern ist. Allahu Akbar. Und dein Herr hat beschlossen, dass ihr niemanden anderen anbeten dürft, außer Allah allein. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Bedeutet mit anderen Worten, o Diener Allahs, dass wenn du Allahs Recht wahrlich erfüllen möchtest, auch gut zu deinen Eltern sein musst. Hast du das gewusst? Wie viele der Muslime denken, es ist eine beliebte Tat, gut zu den Eltern zu sein. Wir sagen nein, zu den Eltern gütig zu sein, steht nach der Anbetung zu Allah. Warum betest du? Allah zu dienen. Weil Allah dir befohlen hat, ihm zu dienen. Warum fastest du? Weil Allah uns befohlen hat zu fasten. Allah hat uns wie das Gebet und das Fasten auch was auferlegt, die Güte zu den Eltern. Wenn wir nicht gut sind zu unseren Eltern, dann sind wir auch nicht gut zu Allah Azza wa Jal, weil er hat die Anbetung zu ihm Subhana verbunden mit der Güte zu den Eltern. Wie viele Muslime wissen das? Wie viele Muslime denken, dass es einfach nur eine beliebte Tat ist, zu den Eltern gut zu sein? Dabei wissen sie nicht, wie die wahre Stellung gegenüber den Eltern ist. Und daher, liebe Geschwister, vernachlässigen viele von uns die Rechte der Eltern. Und Yawmul Qiyamah wirst du sehen, dass diese Leute nicht dachten, dass sie deswegen in das Höllenfeuer hereingehen. Aber bei Allah, derjenige, der nicht gut ist zu den Eltern, so wird er das Höllenfeuer betreten. Möge Allah Azza wa Jal uns vor diesem Höllenfeuer bewahren. Lasst uns erstmal ergründen, denn das ist eine sehr wichtige Sache. Was bedeutet überhaupt Birrul Walidain? Al-Birr ist ein gewaltiges Wort im Arabischen. Wer weiß, was das Wort Birr bedeutet? Wer kann mir sagen, was bedeutet das Wort Birr? Und das kommt häufig im Koran vor. Tfadda. Güte. Güte, na, aber was bedeutet Güte? Wenn ich dir jetzt, wenn ich dir die Frage stellen würde, was bedeutet Güte? Güte, Güte. Ist das alles? Na? Verschiedene Arten von Güte. Die Güte gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, gegenüber den Eltern. Also das heißt die gute Behandlung. Gute Behandlung? Ist das alles? Na? Das ist eine Stufe, die man erreichen kann, die sehr hoch ist. Eine Stufe, die man erreichen kann, die sehr hoch ist. Allesamt habt ihr eins gemeinsam. Ihr habt jeder etwas Richtiges gesagt. Aber wir haben das Wort immer noch nicht erklärt. Erstmal sollten wir eine Sache verstehen. Es gibt sehr viele Shabab, sehr viele Jugendliche,
Die verwechseln eine gewaltige Sache im Islam. Und zwar Al-Wala wal-Bara. Was heißt Al-Wala und Al-Bara? Das bedeutet, na? Das Lieben und das Hassen für Allah Azza wa Jalla. Wir als Muslime lieben, nein, müssen lieben, was wer liebt? Allah. Und wir müssen als Muslime hassen, was auch Allah Azza wa Jalla hasst. Deswegen sagte unser Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, awthaku ura al-Iman, al-Hubbu fillah, wal-Bughdu fillah. Der vollständigste Knoten im Iman bedeutet, der stärkste Knoten im Iman, dass du den vollständigen Iman-Glauben erreichst, bedeutet, dass du für Allah liebst und für Allah nicht liebst. Und in einer anderen Überlieferung, der für Allah etwas gibt und der für Allah Azza wa Jalla etwas nicht gibt. Wenn dein Leben so ausgerichtet ist, dass dein Ziel Allah Azza wa Jalla ist und dafür liebst du und dafür hast du und dafür gibst du nicht, dann, liebe Geschwister, hat man den vollständigen Iman erreicht. Möge Allah Azza wa Jalla uns unter den Muhsinin schreiben. Al-Birr bedeutet eine ganz besondere Sache. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, tulquna ilayhim bilmawadda. Mein kleiner Sohn Anas rezitiert diese Aya sehr gerne, weil seine Lieblingsfreundin im Kindergarten Mawadda ist. Deswegen hat er diese Sura auch Surat Mawadda genannt, obwohl sie heißt Surat Al-Mumta'an. Al-Mawadda. Allah Azza wa Jalla sagt, o ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht meine und eure Feinde. Denn die Feinde von Allah sind auch unsere Feinde. Die Feinde von Allah sind bei Allah auch unsere Feinde. Und niemals darfst du die Feinde Allahs lieben. Allah Azza wa Jalla sagt zu uns, o ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht meine und eure Feinde zu Awliya. Awliya wird übersetzt mit Schutzherr, Freunde und so weiter und so fort. Das ist keine vollständige Übersetzung. Awliya bedeutet jemanden, dem man seine ganze Liebe schenkt. Jemanden, dem man hilft, den man zum Sieg verhilft, jemanden, für den man opfert und so weiter und so fort. Das ist gemeint mit Awliya, liebe Geschwister. Und Allah warnt uns, dass wir uns seine und unsere Feinde zu Awliya nehmen. Tulquna ilayhim bil mawadda, dass ihr ihnen gegenüber Zuneigung erweist. Zuneigung bedeutet hier Liebe, dass du Liebe ihnen gegenüber im Herzen hast. Wir haben gesagt, die Feinde Allahs dürfen oder dürfen nicht geliebt werden. Sie dürfen nicht geliebt werden. Aha, das bedeutet, Allah Azza wa Jal hat uns jetzt hier erstmal aufgezeigt, diese Art von Bara müssen wir in unserem Herzen tragen. O ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht meine und eure Feinde zu Schutzherren. Zu Schutzherren haben wir erklärt, Awliya, jemand, den du zum Sieg verhilfst und du freust dich, wenn er siegt und du bist traurig, wenn er verliert. Nehmt sie euch nicht zu Schutzherren. Gibt es Leute, die so etwas tun? Antwort. Ja, sonst hätte Allah auch nicht diese Eier gesagt, liebe Geschwister. Aha, das heißt, das ist Al-Mawadda. Al-Mawadda bedeutet, das ist eine Handlung, die im Herzen stattfindet und du liebst eine Person oder du liebst jemanden tatsächlich freiwillig von dir aus und es ist eine Liebe, die Verbundenheit zu ihm zeigt. Al-Birr ist anders. Allah Azza wa Jalla sagt uns in derselben Sura, liebe Geschwister, لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Allah verbietet euch nicht, gegenüber denjenigen gütig zu sein. Wen meint Allah hier? Den Kuffar. Allah verbietet euch nicht, gegenüber denjenigen gütig zu sein, die euch nicht wegen eurer Religion töten und euch nicht aus euren Häusern vertreiben, dass ihr zu ihnen Birr seid, das heißt gut und gütig seid. Wahrlich, Allah, er liebt die Gerechten. Allahu Akbar. Hat Allah sich hier widersprochen? Wal-iyadhu billah. Wir sagen, das ist sehr leicht zu unterscheiden. Das eine ist Al-Mawadda. Wir haben gesagt, das ist die Liebe im Herzen. Das andere ist Al-Birr.
Al-Birr ist nicht die Liebe im Herzen unbedingt. Deswegen sagen die Gelehrten, Al-Birr huwa isalul khayri ila al-ghayri ma'a qat'in nazar an mahabbatik lahu. Die Gelehrten sagen, liebe Geschwister, Al-Birr bedeutet, dass man das Gute gegenüber jemanden macht, unabhängig davon, ob du ihn liebst oder nicht. Aha, subhanallah. Was hat Allah Azza wa Jalla uns gesagt? Er verbietet uns nicht, gegenüber den Kuffar was zu sein? Gut und gütig zu sein. Bitte passt auf, denn hier sind die meisten Jugendlichen irregegangen. Es gibt heute Leute, die nennt man einfach nur bekloppter Quirl. Der vermischt alle Themen miteinander. Schaut mal, wir reden hier über dieselbe was? Sura. Auf der einen Seite nimmt mich meine und eure Feinde zu was? Zu Awliya. In derselben Sura, Allah verbietet euch nicht gegenüber den Kuffar, hä? Was zu sein? Gut und gütig zu sein. Das sagen wir zu diesen Leuten, die zwei Stunden etwas gehört haben und alle Themen miteinander vermischen. Ach, du musst den killen. Mit stumpfem Messer besser. A'udhu billah. Schaut mal, Allah Azza wa Jal sagt, wo in derselben Sura, Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen gut und gütig zu sein, ja sogar gerecht zu handeln, die euch nicht, jetzt kommt die Bedingung, das ist klar, die müssen sein, die müssen vorhanden sein, liebe Geschwister, und nicht jeder erfüllt diese Bedingung, damit das auch klar gesagt wird, die euch nicht wegen eurer Religion töten und euch nicht aus euren Häusern vertreiben, dass ihr zu ihnen, was seid, grausam, gut und gütig seid. Und Birr, haben wir gesagt, das ist die Güte zu jemandem, indem du gerecht ihm gegenüber handelst, ganz gleich, ob du ihn liebst oder nicht liebst. Haben wir das verstanden? Natürlich nicht. Aber ihr guckt so, als ob ihr es verstanden hättet. Liebe Geschwister, das ist ein wichtiges Thema aus der Aqida. Deswegen sollte jeder das begreifen. Tayyip, ich prüfe euch jetzt, ob ihr das verstanden habt. Eine Frau, wir wissen, eine Prostituierte aus dem Volk von Bani Israel. Sie hat jemanden, wen, etwas zu trinken gegeben? Einem Hund. Was ist diese Tat? Birr oder Mawadda? Benjamin? Birr. Sie hat das mit was getan? Mit ihren Körpergliedern. Sie hat gegenüber diesem Hund gut gehandelt. Jetzt unabhängig davon, ob du jemanden liebst oder nicht liebst. Weil wir haben gesagt, Al-Asl, der Ursprung ist, dass wir die Kuffar lieben oder nicht lieben? Nicht lieben. Aber wir müssen trotzdem gut und gütig zu ihnen sein, weil wer uns das vorgeschrieben hat? Hä? Habt ihr das verstanden? Tay, liebst du den Propheten Muhammad s.a.w.? Liebst du ihn? Was ist das? Birr oder Mawadda? Mawadda. Du selbst, du entscheidest diese Liebe. Du selber liebst ihn, weil du ihn lieben möchtest, weil diese Liebe für Allah und sein Gesandten ist. Sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn ich dich frage, bei dir wohnt ein Nachbar. Er guckt dich garstig an und sein Ton ist nicht immer der beste mit dir. Frage, darfst du ungerecht zu ihm sein? Antwort, nein. Und das hier bedeutet was? Birr oder Mawadda? Birr. Ich bin nicht gut zu ihm, weil ich es möchte. Im Grunde genommen würde ich ihn auch in die BSR-Tonne tun. Aber ich bin gut zu ihm, weil Allah mir das vorgeschrieben hat. Und damit sind wir beim Thema. Und ich möchte dir eine Sache sagen, o Diener Allahs. Allah hat dir die Güte zu deinen Eltern vorgeschrieben. Seien sie Leute, die du liebst oder nicht liebst. Gibt es Leute, die nicht ihre Eltern lieben? Bei Allah. Es gibt Leute. Es kann sein, dass eine Tochter von ihrem Vater jahrelang vergewaltigt wurde. Ich kann mich noch erinnern, ein Bruder kam damals hierher, um ein Problem zu lösen. Und A'udhu billah, wallahi, dieser Fall wird mir nie aus dem Kopf gehen. Wir wollten ein Problem lösen. Ein Palästinenser hat seine zwei Töchter jahrelang vergewaltigt. 5 oder 6 oder 7 oder 8 Jahre, bis eine von ihnen Selbstmord ausüben wollte.
bis eine von ihnen Selbstmord ausüben wollte. Und sie hat schon versucht. Und dann wurde sie in eine Klinik eingewiesen. Was glaubt ihr? Lieben solche Kinder ihre Eltern? Ja oder nein? Niemals. Und für diesen Mann wäre nach unserem Gesetz die Strafe klar. Der hat hier Ehebruch begangen, auch wenn es die Tochter ist. Warum? Weil er ist was? Verheiratet. Und schaut mal, es kann sein, dass jemand Eltern hat, die er abgrundtief hasst. Aber allgemein, außerhalb dieses Falles, auch wenn deine Eltern schlecht sind zu dir, deine Mutter, sie beschimpft dich den ganzen Tag. Und deine Mutter, sie fordert von dir dieses und jenes. Und deine Mutter, sie macht deine Sachen zu Hause kaputt. Frage, musst du gut zu ihr sein? Antwort, ja. Für wen? Für? Liebst du sie? In diesem Fall, vielleicht liebst du sie nicht. Aber die Güte ist dir trotzdem vorgegeben. Weil wir haben auch viele Jugendliche, liebe Geschwister, subhanallah al-azim, er konvertiert zum Islam, walhamdulillah, mit der Ni'ma Allahs azza wa jal. Was sagt er dann als Argument, dass er nicht gut sein möchte zu den Eltern? Sie sind halt Kuffar. Falsch. Was hat Allah azza wa jal gesagt? Wa bil walidaini ihsana. Und zu den Eltern sollt ihr gut und gütig sein. Was bedeutet gut und gütig sein? Bedeutet unabhängig davon, ob sie Muslime sind oder nicht. Was hat Ibrahim a.s., mit dem Allah azza wa jal uns ein Beispiel geprägt hat, wie er mit seinem Vater geredet hat? Wir fragen diesen Bruder, der konvertiert ist, sind deine Eltern Leute, die Götzen herstellen und die Leute dazu aufrufen, diese Götzen anzubeten? Er sagt, nein, diese Stufe haben sie nicht erreicht. Bei Ibrahim a.s. hat sein Vater aber diese Stufe erreicht. Sein Vater war was? Hä? Was war sein Vater? Götzenmacher. Er hat die Leute auch dazu aufgerufen, diese Götzen, die er geschnitzt hat, anzubeten, liebe Geschwister. Als Ibrahim a.s. mit ihm eine Diskussion hatte, mit seinem eigenen Vater, sagte er zu ihm, ja, ja, Abi, ja, ja, Abadi, oh mein Väterchen, Allahu Akbar. Der Vater schnitzt Götzen her und er macht genau das Gegenteil von dem, wozu Ibrahim a.s. sein Volk aufruft. Und er sagt zu ihm nicht, o Vater, sondern o Väterchen. Ja, Abati, lima ta'budu ma la yasma, wa la yubisir, wa la yughni anka shay'a. O mein Väterchen, warum dienst du etwas, was weder hört, noch sieht, noch irgendeinen Nutzen hätte? Warum? Mit anderen Worten, verstehst du, dass du etwas selber mit deiner Hand herstellst und danach anbetest? Subhanallah, wenn man über diese Sache nachdenkt, Wallahi, man bekommt das Lachen eigentlich. Aber auch eigentlich das Weinen, weil es Leute gibt, die verstandmäßig dir beweisen wollen, dass sie am höchsten stehen und bei Allah, sie sind am niedrigsten mit ihrem Verstand. Etwas mit der eigenen Hand herzustellen, um es dann anzubeten. Subhanallah. Wie letztens, wir gehen vom Chinesen Reis holen, wir sehen da eine Statue und die haben ihnen Essen vorgelegt, der Statue. Ja, wann soll sie das essen? Wenn ihr alle rausgegangen seid? A'udhu billah, schaut mal, welchen Grad an Verrücktheit manche Leute erreichen können. Und uns kritisieren sie, dass wir Allah Azza wa Jal einzig und alleine anbeten. Möge Allah Azza wa Jal uns nur als Muwahhidin leben und sterben lassen. Liebe Geschwister, damit haben wir festgelegt, was Al-Birr ist. Wer wiederholt mir nochmal, was bedeutet Al-Birr? Es gibt nicht nur am Morgen Schule, sondern auch am Abend mit Abul-Bara-Schule. Was bedeutet Al-Birr? Wer sagt mir das? Ich möchte, dass ihr endlich mal aufpasst in den Unterrichten, dass ihr endlich mal etwas versteht. Na, weil ich weiß, hier sind viele Facebook-Gelehrte. Wenn ihr nächstes Mal antwortet, antwortet ihr wenigstens mit Beweis. Wir können euch sowieso nicht von Facebook wegbringen, also versuchen wir, dass ihr wenigstens mit Wissen antwortet. Aber man muss da. Na, tfadda. Bist du Güte, oder? Ja, also, die ganze Zeit. Ich habe 10 Minuten erklärt, dass das Wort Güte nicht ausreicht. Liebe und danach gibst du uns alle die Adresse, wo du wohnst, damit dich manche Leute besuchen können. Tfadda. Al-Birr bedeutet, dass du für die Kuffar also auch trotzdem gütig sein sollst, egal, also nein, ich meine zu den Eltern, gütig sein sollst, egal wie sie dich behandeln und allgemein auch die Kuffar, weil Allah es uns vorstellt. Güte bedeutet, nochmal, der hübsche Mann mit dem Rolli. Ich wollte das Wort nochmal erklären. Deswegen habe ich dich rangenommen, tata. Die Sache ist, hast du
Menschen, die du sogar nicht liebst, die gegen deine Religion sind und dich nicht aus deinem Hause vertreiben und nicht gegen dich kämpfen, diese Leute trotzdem mit Respekt behandelst. Okay, was heißt dir der Respekt? Du liebst nicht sozusagen diese Menschen, aber du erwiderst ihnen den Respekt, den Allah von dir verlangt sozusagen. Das bedeutet, dass wir zu ihnen gegenüber gerecht handeln. Gerecht handeln, unabhängig davon, ob wir diese Leute lieben oder nicht lieben. Mafhum? Haben wir das endlich? Inshallah ta'ala. Und deswegen machen wir jetzt weiter, liebe Geschwister. Nochmal, Birr bedeutet, das ist eine Tat der Körperliebe. Während Al-Mawadda eine Tat vom was ist? Vom Herzen, was du selber freiwillig bestimmst, wen du liebst und wen du nicht liebst. Tayyib, liebe Geschwister. Dann lasst uns jetzt über das Thema anfangen, über Birrul Walidain zu sprechen, über die Güte der Eltern. Hast du gewusst, o Diener Allahs, wer deine Mutter ist? Weißt du, wer deine Mutter ist? Und weißt du auch, wer dein Vater ist? Was sie für dich in diesem Leben schon bereits getan haben? Wie barmherzig sie mit dir umgegangen sind? Wie oft sie dir verziehen haben, was auch immer du an Falschem in deinem Leben gemacht hast? Du konntest dich immer auf deine Eltern verlassen. Sie haben dir immer eine Bleibe gegeben, wo du hingehen konntest. Und sie haben dich auch immer versucht zu verteidigen, selbst wenn du Unrecht getan hast. Deine Eltern, sie lieben dich wahrlich. Und deine Mutter, sie hat dich zur Welt gebracht. Sie ist der Grund, dass du auf dieser Welt gekommen bist. Allah hat dich erschaffen, natürlich. Aber deine Mutter war der Grund, dass du, o Diener Allahs, jetzt auf dieser Welt bist. Und deine Mutter hat schwere Schmerzen erlitten bei ihrer Geburt. Die Schmerzen waren so gewaltig gewesen, dass sie fast daran gestorben wäre. Und wisst ihr, es gibt Mütter, Wallahi al-Azim, wenn man zu ihnen sagt, das Kind kann geboren werden, aber du wirst sterben und nur das Kind wird am Leben bleiben, dann sagt die Mutter, hä? Wer soll am Leben bleiben? Das Kind. Das Kind soll am Leben bleiben. Gibt es so etwas oder nicht? Das heißt, unter welchen Umständen bist du erstmal auf diese Welt gekommen? Allah Azza wa Jal hat seinen edlen Gesandten etwas offenbart. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, soll ich euch nicht auf die gewaltigsten, größten Sünden hinweisen? Und er sagte es dreimal, was die Wichtigkeit dieser Sache betont, liebe Geschwister. Qalu bala ya Rasulallah. Sie sagten, ja, o Gesandte Allahs, sag uns, welches die gewaltigsten Sünden sind, damit wir nicht eben in diese Sünden hereinfallen. Er sagte, Al-Ishraku billah wa uququl walidain, dass ihr außer Allah andere Götter anbetet und dass ihr zu den Eltern schlecht seid. Allahu Akbar. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass dies eine kleine oder eine große Sünde ist. Sie gehört zu den größten Sünden. Und du findest sie in der Auflistung unter den ersten Sünden, die es gibt, o Diener Allahs. Denn Allah Azza wa Jal hat befohlen, Subhana, dass wir gut sind zu unseren Eltern. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانِ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا. Und wir haben dem Menschen anbefohlen, dass er gut sein soll zu seinen Eltern. Seine Mutter hat ihn Schwäche über Schwäche getragen. Schau mal den Zustand deiner Mutter. Die Frau ist im ersten Monat schwanger, da merkt sie noch nicht viel. Im dritten Monat merkt sie auch noch nicht viel. Aber dann fängt an, ihr Körper sich zu ändern. Es gibt Frauen, die brechen gegenüber, die brechen die gesamte Zeit, solange sie schwanger sind. Es gibt Frauen, sie haben Hautkrankheiten, sie bekommen Hautkrankheiten oder andere Krankheiten in der Zeit der Schwangerschaft, weil der Körper verrückt spielt, die Hormone spielen verrückt, liebe Geschwister. In dieser gesamten Zeit hat die Mutter nichts anderes zu tun, als geduldig ihre Qualen und Schmerzen und Leiden zu ertragen, mit Sehnsucht darauf, dass du endlich bald herauskommst. Ihr Körper verändert sich, ihr Körper sieht nicht mehr so aus wie vorher. Und das alles nimmt sie in Kauf, nur um dich endlich in den Händen zu halten.
Und als sie dich in den Händen gehalten hat, du auf die Welt gekommen bist, o Diener Allahs, so hat deine Mutter ihren Blick nicht mehr von dir abgewendet. Die gesamte Zeit warst du im Mittelpunkt für sie. Wenn du geweint hast, hat sie geweint. Ihr Tag wurde zur Nacht und ihre Nacht wurde zum Tag. Wenn du nicht gegessen hast, hat sie nicht gegessen. Sie hat erst gegessen, wenn du gegessen hast. Und sei ehrlich, bis heute lebst du bei deiner Mutter. Und bis heute wäscht sie dir noch deine schmutzige Wäsche. Und schau, wie dein Verhalten ihr gegenüber ist. Wie viele von uns, wenn ihre Freunde sie anrufen, dann sagen wir, wir sind sofort da. Aber wie viele von uns, wenn die Mutter eine kleine Bitte hat oder der Vater eine kleine Bitte hat, wir schieben es auf die lange Bank und tun so, als ob wir nicht gehört haben, was sie uns gesagt haben. Allah Azza wa Jal sagt, Anishkuli wa li walideik, ilayya al-masir, dass du mir und deinen Eltern dankst. Erstmal wen? Erstmal Allah Azza wa Jal. Und dann deine Eltern. Sie waren der Grund, dass du auf diese Welt gekommen bist. Dass du mir und deinen Eltern dankst. Und schaut mal das Ende der Ayah. Zu mir ist die Rückkehr. Allah wird dich befragen, wie du zu deinen Eltern gewesen bist. Subhanallah. Ein junger Mann, er erzählt, liebe Geschwister, indem er sich erinnern konnte an eine Geschichte, die ihm damals passiert ist, als er noch ein kleiner Junge war. Er sagte zu seiner Mutter, oh Mama, das Wetter ist so kalt, ich brauche Handschuhe, gib mir Handschuhe. Da sagte die Mutter zu ihm, oh mein Sohn, Wallahi, alles was ich besitze, siehst du hier in dieser Wohnung. Ich habe keinen einzigen Cent mehr, um dir Handschuhe zu kaufen. So fing er an zu weinen und er ging zur Schule und er sah, dass alle Kinder Handschuhe angehabt haben. Es war sehr kalt gewesen, liebe Geschwister, und dann kam er von der Schule weinend zurück. Er sagte, Mama, ich brauche Handschuhe. Mir ist so kalt. Dann fing die Mutter an zu weinen. Und sie blieb die ganze Nacht auf und hat geweint und geweint, bis sie auf die Idee kam, ihn aus irgendwelchen Stofftüchern, die in der Wohnung waren, Handschuhe zusammenzuflicken. Handschuhe zusammenzuflicken. Und morgens, als er diese Handschuhe dann vorgefunden hat, hat er sich gefreut, dass er Handschuhe hatte. Und die Mutter hat sich genauso gefreut wie dieses kleine Kind. Schau mal, subhanallah, eine Mutter, wenn du eine Bitte hast, es brennt in ihrer Seele, es brennt in ihrem Herzen. Sie kann die gesamte Nacht nicht schlafen. Warum? Weil sie sieht, wie du leidest. Subhanallah, so sind die Mütter, liebe Geschwister. Ein Feuerwehrmann in den arabischen Ländern, er erzählte, sie hatten einmal einen Auftrag gehabt, ein gesamtes Haus ist niedergebrannt. Dann gingen drei Feuerwehrmänner herein in diese Wohnung und alle Türen waren verschlossen. Das Feuer hat alles verbrannt, was darin ist, liebe Geschwister. Und er hat versucht, die Tür aufzumachen. Sie ging nicht auf, bis sie die Tür aufgebrochen haben. Er sagte, ich werde dieses Bild niemals vergessen, was ich vor mir sah. Ich kam herein in die Wohnung und ich sah die verkohlten Körperreste von einer Mutter, die ihre drei kleinen Kinder unter sich hatte. Sie hat sie verdeckt, damit das Feuer nicht die Kinder erfasst, sondern sie. Kein Funke sollte die Kinder berühren. Die Mutter hat die Schmerzen in Kauf genommen, nur damit es ihren Kindern weiterhin gut geht. So sind Mütter, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا Allah hat uns verboten, ein Wort zu unseren Eltern zu sagen, was viele heute zu ihren Eltern sagen. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ Sag nicht Pfui zu ihnen. Pfui, das ist das kleinste Wort. Dieses Wort ist dir nicht erlaubt zu sagen. Was könnte es andere Wörter geben? Gibt es andere Wörter für Pfui? Na, deine Mutter sagt dir was, du sagst Pff. Dieses Auspusten, Pff. Ihr kennt das, das ist Pfui. Deine Mutter bittet dich um etwas, was hast du zu tun? Du machst, was will sie wieder von mir? Deine Mutter, sie verlangt eine Sache von dir, du pustest aus und bist im Grunde genommen sehr zornig auf sie, dass sie eine kleine Sache von dir erbitten hat. Subhanallah azim. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا Und fahre sie nicht an, mache sie nicht an, deine Eltern. Und sprich zu ihnen milde Worte.
So hat Allah dir und mir befohlen, mit unseren Eltern zu reden. Bitte vergleich die Worte Allahs mit der Praxis der meisten heute, wie sie mit ihren Eltern reden. Wallahi al-Azim, manche beschimpfen ihre Mutter. Manche beschimpfen ihre Mutter mit dem schlimmsten Schimpfwort. Und wir haben gehört, dass es sogenannte Muslime gibt. Abschaum ist das und nichts anderes. Er sagte zu seiner Mutter, entweder gibst du mir Geld oder ich werde dich zusammenschlagen. Wal-Iyadu Billah. Möge Allah Azza wa Jalla diese Person in der Dunya und in der Akhira bestrafen. Wer ist so grausam, dass er so zu seinen Eltern ist, liebe Geschwister, niemand anderer, außer einer, der verdorben ist im Herzen. Schaut mal, wie die Mutter sich freut, wenn das Kind ihr Aufmerksamkeit schenkt, liebe Geschwister. Einer der Geschäftsmänner, er hatte nie Zeit gehabt für seine Mutter. Und eines Tages hat er sich zusammengerissen und hat seine Mutter angerufen. Schaut mal, seine Mutter, als sie ans Telefon gegangen ist, sie hat gesagt, ist was? Weil sie war es nicht gewohnt, dass er sie anruft. Sie sagt, ist etwas mit dir? Er sagt, nein, mit mir ist nicht. Ist etwas mit den Kindern? Mit den Kindern ist auch nicht. Was ist mit dir, dass du mich anrufst? A'udhu billah. Es gibt Leute, die melden sich nicht bei ihren Eltern. Er sagte, Mama, ich wollte dich einfach nur zum Essen einladen. Sie sagt zu ihm, bist du sicher? Er sagte, ich bin sicher, ich möchte dich zum Essen einladen und ich werde dich in Kürze abholen. Sie sagt ihm, vielleicht hast du doch etwas anderes zu tun. Sie ist nicht gewohnt, dass er sich um sie kümmert. Und dann, als er zu ihr losgefahren ist, liebe Geschwister, sah er, dass sie bereits am Straßenrand gewartet hatte. Er sagte ihr, du bist schon draußen. Sie sagte, ich bin schon länger als eine Stunde draußen, weil ich mich so gefreut habe auf deine Anwesenheit. Und ich habe alle deine Geschwister angerufen, dass du mich heute besuchen kommst. Subhanallah. Eltern, Eltern, liebe Geschwister, die wir nicht anrufen, bei denen wir uns nicht melden. Ein Mann, er kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er wollte mit ihm in den Dschihad ziehen, liebe Geschwister. Eine gewaltige Tat. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt? Qala hal laka min um? Hast du eine Mutter, die noch am Leben ist? Dann sagte dieser Mann, na, ich habe eine Mutter, o Gesandter Allahs. Dann sagte er, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. So geh zu ihr und kümmere dich um sie. Mach das, was sie dir befiehlt, denn wahrlich, das Paradies ist unter ihren Füßen. Hast du einmal die Füße deiner Mutter geküsst? Wo ist das Paradies, hä? Unter ihren Füßen. Einer der Salaf, er weinte. Man sagte zu ihm, warum weinst du so heftig? Er sagte, meine Mutter ist heute gestorben und damit ging eine Tür zum Paradies für mich heute zu. Eine Tür des Paradieses ging heute für mich zu, liebe Geschwister. Mütter, unter ihren Füßen ist das Paradies, weil sie diese gewaltige Stellung bei Allah Azza wa Jal haben. Und schaut mal, es gibt Leute, wallahi al-Azim, sie lieben ihre Mütter und sie sind ihnen gegenüber dankbar und versuchen sie auf beste Art und Weise zu behandeln. Einer der Salaf-Gelehrten, liebe Geschwister, er wurde einmal gequält. Da weinte er. So fragte man ihn, warum er so heftig weint. Er sagte, wenn meine Mutter erfährt, was mir angetan wurde, dann wird sie weinen, dass meine Mutter über mich weinen wird. Und das macht mich traurig und lässt mich weinen. Er hat nicht wegen seinen Schmerzen geweint. Er hat geweint, weil er weiß, dass seine Mutter so angetan sein wird von seinen Schmerzen, dass sie anfangen wird zu weinen. Und das macht ihn traurig, liebe Geschwister. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yubay'uhu 'ala al-hijra. Ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, um mit ihm die Hijra zu vollziehen. Die Auswanderung, eine gewaltige Tat, liebe Geschwister. Wer die Hijra vollzieht, die Auswanderung in ein islamisches Land, für Allah und seinen Gesandten, so wird Allah Azza wa Jal dir alle Sünden, die du gemacht hast, vergeben. Alle! Subhanallah. Eine gewaltige Tat. Und das wusste der Sahabi. Er sagte, ich bin gekommen, um mit dir die Hijra zu vollziehen, ja Rasulallah. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er erfahren hat, dass dieser Mann
seine Eltern weinend zurückgelassen hat. Seine Eltern haben um ihn geweint. Sie wollten, dass er gerne bei ihnen bleibt, aber er hat es bevorzugt, die Hijra zu verrichten. Und so heißt es in der Überlieferung, وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَا. Er ließ seine Eltern weinend zurück. Sie wollten nicht, dass er geht. Was sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, der Barmherzige? Komm, ist egal, ob sie weinen oder nicht. Er sagte, irji ilayhima, geh zu ihnen zurück, wa adhikhuma kama abkaytahuma, und bring sie so zum Lachen, wie du sie zum Weinen gebracht hast. Bring sie so zum Lachen, wie du sie zum Weinen gebracht hast. Ist ein Elternteil mit dir unzufrieden, wirst du nicht das Paradies betreten. Hört diese gewaltige Überlieferung von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, Rida Allah fi Rida al-Walidain. Die Zufriedenheit Allahs wird erreicht durch die Zufriedenheit der Eltern. Wa sakhatu Allah fi sakhati al-Walidain. Und der Zorn Allahs wird erreicht durch den Zorn deiner Eltern dir gegenüber. Mit anderen Worten, ich sage es dir klar, wie es in dieser Überlieferung heißt, ich übersetze es dir, sind deine Eltern nicht mit dir zufrieden, kommst du nicht woher rein in das Paradies. Möge Allah Azza wa Jalla uns vergeben. Wallahi al-Azim, o Diener Allahs, und ich habe das bei vielen Geschwistern gemerkt, sie nehmen die Sache auf die leichte Schulter. Unser Sheikh, Sheikh Salih al-Munajjid Hafidullah, er sagte, als wir bei unserem Sheikh saßen, Sheikh Abdurrahman al-Barraq, ein Großgelehrter der Aqidah in Saudiya, liebe Geschwister, er war in seiner Jugend damals schon ein blinder Mann. Und er hatte eine Mutter zu Hause, obwohl er blind war, hat er alles versucht, ihr zu dienen, so gut er kann. Er war blind. Und in Saudiya, in Saudi-Arabien ist das normal, dass die Leute was haben zu Hause? Eine Haushaltshilfe. Und das ist gut, dass du eine Haushaltshilfe deinen Eltern zur Verfügung stellst. Aber besser ist, dass du die Arbeit selber machst. Schau mal, der Sheikh war blind. Und bei Allah, der hat mehr zu tun, als wir denken. Stellt euch vor, ihr seid Großgelehrte. Die gesamte Welt will etwas von dir. Das ist außer deinen Verpflichtungen, die du sowieso hast. Er hat es bevorzugt, dass er selbst als Blinder alles erdenklich getan hat, damit er seine Mutter zufriedenstellt. Subhanallah. Ein anderer Gelehrter, der bekannt ist, liebe Geschwister, ihr kennt ihn vielleicht nicht mit Namen, aber er war bekannt für sein Wissen. Die Leute kamen aus der ganzen Welt zu ihm und er erhielt Sitzungen ab, Unterricht ab. Und manchmal kam seine Mutter mitten im Unterricht und sie sagte, geh und fütter die Hühner. Ihr wisst, manche Mütter, so subhanallah nach der Fitra, so. Geh und fütter die Hühner. Was hat er gemacht? Er hat den Unterricht abgebrochen. Er hat auch niemandem gesagt, er soll weitermachen. Er hat den Unterricht abgebrochen und kam dann erst wieder, wenn er die Hühner gefüttert hat, so wie seine Mutter es ihm gesagt hat. Subhanallah. Leute, die gewusst haben, dass wenn du schlecht bist zu deinen Eltern, wallahi al-azim, Allah azza wa jal wird dich in das Höllenfeuer hereinwerfen. Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, fa qala ya rasulallah, shahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, wa sallaytu al-khams wa addaytu az-zakah wa sumtu shahr ramadan, fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man mata ala hadha كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب إصبعين ما لم يعق والديه. Und das ist die Bedingung, damit du in das Paradies hereinkommst. Ein Mann sagte zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe die Shahada gesprochen. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und ich bete meine 5 Gebete und ich habe meine Zakat entrichtet, ein Muslim. Und ich habe auch im Monat Ramadan gefastet. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, achte darauf, o Diener Allahs, damit du lernst, dass nicht nur diese Ibadat dich in das Paradies hereinbringt. Nein, es fehlt dir noch eine Menge, auch wenn du diese Ibadat, diese Gottesdienste alle gegenüber Allah azza wa jalla machst. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der in diesem Zustand stirbt, während er all diese Taten gemacht hat, so wird er am Tage der Auferstehung mit den Propheten und den Märtyrern zusammen sein
Und er zeigte mit seinen beiden Fingern, dass er sie übereinander gemacht hat, liebe Geschwister, wie eng er mit diesen Leuten zusammen sein wird, solange er nicht ungehorsam gegenüber seinen Eltern war. Das ist die Bedingung. Bete, faste, zahl deine Zakat und pilger zum Hasch und weine bei all den Ibadat, solange du weinen möchtest. Aber wisse, wenn du schlecht bist zu deinen Eltern, haben diese gesamten Taten bei Allah keinen Wert. Thalathatun qad harrama Allahu alayhimul Jannah wa dhakara minhumul Aqd. Drei Personen werden nicht das Paradies betreten, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, und er erwähnte darunter denjenigen, der schlecht ist zu seinen Eltern. Und noch mehr, o Diener Allahs, damit du heute nach Hause rennst und deine Eltern um Entschuldigung bittest, deine Eltern um Vergebung bittest, die Füße deiner Eltern küsst, o Diener Allahs, wie ich es dir sage, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte in einer authentischen Überlieferung bei At-Tirmidhi, und Sheikh Al-Albani rahimullah ta'ala sagt, sie ist Hassan, inna Allah la yaqbalu sarfan wa la adlan, wahrlich Allah nimmt keine Pflichttat und keine freiwillige Tat von wem? Von jemand, der gegenüber seinen Eltern schlicht ist. Min al-aq, von demjenigen, der schlecht ist gegenüber seinen Eltern, nimmt Allah weder eine Pflicht an, noch eine zusätzliche Tat an. Bete so viel du willst. Ich mache dir ein Angebot. Bete sogar in der Nacht. Im letzten Drittel der Nacht, bist du nicht gut zu deinen Eltern, werden dir diese Tränen, die du geweint hast, nichts nützen. Du wirst erstmal, wenn Allah will, in das Höllenfeuer hereingehen. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren, liebe Geschwister. Hört, dass das Dua der Eltern angenommen ist. Fürchte dich, o Diener Allahs, vor dem Bittgebet deiner Mutter. So heißt es in einer Überlieferung, dass Jureish, einer der früheren, der unter dem Volk von Bani Israel gewesen ist, er war einmal im Gebet, liebe Geschwister. So sagte seine Mutter, فَقَالَتْ يَا جُرَيْشِ. Während er gebetet hat, rief sie ihm, O Jureish, فَقَالَ أَيْ رَبِّي أُمِّي وَصَلَاتِي. O mein Herr im Gebet, wem soll ich folgen? Dir, dass ich weiter bete, oder soll ich zu meiner Mutter gehen, die mich gerade gerufen hat? Dann hat sie ihn dreimal gerufen und er ist nicht vom Gebet abgewichen. Er hat die gesamte Zeit über gebetet. Dann sagte seine Mutter, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Lass ihn nicht eher vorher sterben, bis dass er in die Gesichter der Prostituierten blickt. Wisst ihr, womit Jureish geprüft wurde am Ende seines Lebens, obwohl er ein Diener durch und durch war? Eine Prostituierte kam zu ihm nach Hause und hätte ihn fast verführt. Allahu Akbar. Wenn du im Gebet stehst, in einem freiwilligen Gebet, und deine Mutter ruft dich, dann gehst du zu deiner Mutter. Denn das Gebet ist Sunna, während die Gehorsamkeit zu deiner Mutter Pflicht ist. Nicht, dass du so machst. Nein, nein. Du bewegst dich ganz schnell. Mama, du willst was von mir? Hier bin ich. Du kannst deine Sunna immer noch beten. Und wenn du einer bist, der in der Nacht normalerweise betet und deine Mutter ist krank, dann bleib die ganze Nacht an ihrem Bett. Ist besser, als dass du die Sunna machst. Denn dich um deine Mutter zu kümmern, ist eine Pflicht, liebe Geschwister. Wallahi al-Azim, wie viele Mütter hassen ihre Kinder. Sie gehen zum Hasch und bleiben vor der Kaaba stehen und sagen, Allahumma intaqim min waladi. O mein Herr, räche dich an mein Kind. Sie ist deine Mutter. Und sie ist am heiligsten Ort. Und sie bittet im Hause Allahs nur Allah. Und sie ist noch eine ungerecht behandelte. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'wat al-mazlum. Fürchte das Bittgebet von wem? Von einem ungerecht behandelten, das heißt dem Unrecht angetan wurde. Walau kana kafiran. Und selbst wenn es ein Kafir ist. Was mit deiner Mutter, ist sie eine Kafir?
was denkst du, ob dieser Dua dich trifft? Und wisst ihr, warum es vielen Leuten im Leben schlecht geht? Wallahi al-Azim, weil sie schlecht sind zu ihren Eltern. In Kuwait war ein Gerichtsprozess, liebe Geschwister. Da brachte man eine Angelegenheit zu dem Richter. Und er sollte richten zwischen zwei Brüdern. Was war das Thema? Ging es um Erbschaft? Ging es um Geld, um Vermögen, um Aktien? Wisst ihr, was das Thema war in diesem Gerichtsprozess? Jeder Sohn wollte für sich beanspruchen, dass die Mutter bei ihm wohnt, nachdem der Vater gestorben ist. Und deswegen haben sie einen Gerichtsprozess gegeneinander geführt. Leute, die verstanden haben. Deswegen sind unsere Leute heute im Gerichtsprozess. Subhanallah, wisse, dass wenn du schlecht bist zu deinen Eltern, dass bei Allah, Allah dich schon in der Dunya bestrafen muss. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة. Zwei Personen, Allah wird sie in der Dunya vor dem Jenseits bestrafen. وذكر منهم البغي يعني الظالم والعاق. Er nannte davon den Ungerechten, der Unrecht tut, und denjenigen, der schlecht ist zu seinen Eltern. Wenn sie dir verzeihen und vergeben, möge Allah Azzawajal unsere Eltern immer zufrieden mit uns machen, dann erst öffnen sich für dich die Tore des Paradieses, o Diener Allahs. Beide Eltern, zu ihnen musst du gut sein, aber zu der Mutter noch mehr. Wenn du nach Hause kommst, begrüßt du als erstes wen? Hä? Deine Mutter. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي. Ein Mann kam zum Gesandten صلى الله عليه وسلم und er sagte, oh Gesandter Allahs, wer hat das meiste Recht auf die Güte, Freundlichkeit von mir? Dann sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم أمك, deine Mutter. Er sagte ثم من, wer danach? Er sagte wiederum أمك, wieder deine Mutter. Und dann fragte er ein drittes Mal, wer danach? Er sagte, thumma ummuk. Und dann wieder deine Mutter. Er sagte, wer dann? Er sagte, abuk, dann erst dein Vater. Drei Rechte hat deine Mutter mehr als dein Vater. Manche sagen, weil deine Mutter mit dir schwanger war. Sie hat dich 9 Monate getragen und dann hat sie dich auf die Welt gebracht. Das sind die drei Dinge, gewaltigen Dinge, die eine Mutter, eine jede Mutter vollzieht, liebe Geschwister. Lasst uns hören, wie die Salaf mit ihren Eltern waren. Zubair ibn Ibrahim, rahmatullah alayh, er berichtete, ein Mann kam zu Umar radiyallahu anhu arda und sagte zu ihm, ich habe eine alte Mutter und sie ist nicht mehr in der Lage, richtig zu laufen und sie kann nicht mehr auf Toilette ihre Notdurft verrichten, so trage ich sie auf meinen Rücken und ich helfe ihr ebenfalls, sich zu waschen nach dem Toilettengang, während ich mein Gesicht von ihr abwende, aus Respekt. Habe ich meine Pflicht gegenüber ihr erfüllt? Dann sagte Umar radiyallahu anhu arda, nein. Der Mann sagte, selbst wenn ich sie auf meinen Rücken trage und mich ihr zu Diensten anbiete, Umar sagte, sie hat dasselbe für dich getan, als du jung warst, während sie hoffte, dass du leben wirst. Was dich betrifft, du wartest nur darauf, wann sie endlich sterben wird. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Ja? Sind wir ehrlich? Warten wir nicht darauf, dass sie endlich stirbt, damit wir nicht mehr diese Last mit unserer Mutter haben? Wie viel halten wir aus von unseren Eltern? Warum, Yachi, bist du so ungeduldig, wenn es um deine Mutter geht? Subhanallah al-Azim. Aber wenn es mit einem deiner Brüder ist, Wallahi, du verzeihst ihm viel mehr als deine eigene Mutter. Du bist mit deinem Bruder viel mehr zusammen als mit deiner eigenen Mutter. Nimm dir die Zeit, dass du jeden Tag nach deiner Mutter schaust, dass du sie anrufst, dass du nach ihr fragst. Und Al-Birr bedeutet, dass du sie fragst, was sie braucht, bevor sie dir sagt, was sie braucht. Ja? Dass du sie fragst, was sie braucht, bevor sie dir sagt, was sie braucht. O Diener Allahs. Hört mal, wie Zainul Abidin war. Zainul Abidin hat nicht aus demselben Teller gegessen wie seine Mutter, aber sie saßen zusammen. Dann wurde er gefragt, du bist derjenige, der Beste ist zu seiner Mutter. Wieso isst du nicht mit deiner Mutter aus einem Teller? Er sagte, Wallahi, ich habe Angst, dass ich aus dem Teller ein Fleischstückchen nehme, was meine Mutter begehrt, so dass sie danach zornig auf mich ist. Deswegen lasse ich sie aus ihrem eigenen Teller essen. Sie haben verstanden.
was es bedeutet, dass die Eltern dir gegenüber Hass oder Zorn haben. O Din Allahs. Wir wollen, inshallah ta'ala, zum Schluss hören, was können wir für unsere Eltern machen? Wir können Dua machen für unsere Eltern. Dass Allah Azza wa Jal ihnen vergibt. Und schaut mal, subhanallah al-Azim, ein Salaf-Gelehrter, er machte ein sehr schönes Dua. Er sagte, ja Allah, sinngemäß, so wie ich gegenüber meinen Eltern nachlässig gewesen bin, so vergebe ihnen für die Nachlässigkeit, die sie dir gegenüber gemacht haben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua. Machst du Dua für deine Eltern? Sei ehrlich. Machst du Dua für deine Eltern? Bittest du Allah darum, dass er deinen Eltern vergibt und das jeden Tag, zu jeder Zeit, dass Allah Azza wa Jal sie in das Paradies eingehen lässt? Ein kleiner Junge, er kannte seine Eltern nicht, liebe Geschwister. Seine Mutter und sein Vater sind gestorben, als er noch klein war. Ihr wisst, eine Person, er will seine Eltern kennenlernen. Er möchte seine Eltern kennenlernen. Er müsste wissen, wer ihn auf diese Welt gebracht hat. Er sagte, ich werde Allah darum bitten, dass er mich in das Paradiesgarten eingehen lässt, um dort meine Eltern, die ich liebe, zu sehen. Du hast Eltern. Du hast Eltern. Und deine Eltern sind da. Und solange sie da sind, vermeide, dass sie zornig auf dich sind. Bei Allah, wenn sie zornig sind auf dich, wallahi, du wirst nichts Gutes mehr sehen. Weder in der Dunya noch in der Akhira. Eile heute zu ihnen und küsse die Füße deiner Mutter und küsse ihren Kopf und sag ihr, Mama, wallahi, es tut mir leid, was ich gemacht habe dir gegenüber. Ich bin im Unrecht. Verlang, was du willst. Ich will nur, dass du mir verzeihst. Kannst du das oder kannst du das nicht? Ist dein Herz zu hart, um das zu machen? Wenn es zu hart ist, dann tut es mir leid. Aber wenn du Allah wirklich liebst und du sagst, dass du ihn liebst, dann sei gut zu deinen Eltern, für Allah. Ob deine Eltern ungerecht zu dir waren oder nicht, sei gut für Allah und vergesse niemals, deine Eltern haben viele schöne Dinge für dich gemacht. War deine Mutter nicht da beim ersten Schultag und sie ist mit dir zur Schule gegangen? Sie ist mit dir geblieben, damit du dich nicht als Fremder fühlst. Dein Vater, wie oft geht er arbeiten? Und er verletzt sich vielleicht sogar manchmal bei der Arbeit, nur um etwas nach Hause zu bringen und seinem Kind etwas dafür zu geben. Liebe Geschwister, was können wir tun? Für unsere Eltern. Dua. Bitte Allah Azza wa Jal darum, dass er ihnen vergibt und dass er sie recht leitet. Und wisset, unsere Eltern, und ich denke, ich spreche für die meisten, sie sind ungebildet, sie haben nicht gelernt. Meine Eltern, sie haben nichts gelernt. Sie waren bis zur 2. Klasse in der Schule und haben nur das gelernt, was sie für das Leben brauchten. Willst du sie dafür kritisieren, dass sie bestimmte Dinge nicht verstehen? Oh Wallahi, manche Leute, wal'iyadu billah, die die Religion niemals bei Allah verstanden haben. Er redet mit seiner Mutter, er sagt ihr, du bist eine Jahila, du bist eine Unwissende. Deine Mutter, die dir Sprechen beigebracht hat, wer hat ihn Sprechen beigebracht? Seine Mutter. Und er sagt mit diesen Wörtern, die seine Mutter ihm beigebracht hat, zu seiner Mutter was? Du Jahila. Ist das eine Person, der verstanden hat? Und was mich noch trauriger macht, manche Leute, nachdem sie den Islam angenommen haben, die Rechtleitung erfahren haben, werden sie besser oder schlechter zu ihren Eltern? Schlechter. Wallahi, viele werden schlechter, außer die, die ihre Religion verstanden haben. Viele werden viel schlechter zu ihren Eltern, bis einer zu seinem Vater sagte, du bist ein Kafir. Einfach so. Schau mal, wie unerzogen manche Leute sind. Liebe Geschwister, subhanallah, wir können Dua machen für sie. Wir können auch, liebe Geschwister, das tun, worum sie uns gebeten haben. Wenn sie gute Freunde gehabt haben, wenn sie Lieblinge gehabt haben, dann kümmere dich um die Lieblinge, so haben es die Salaf gemacht. Dass du nach dem und jenen schaust, nach denen die Eltern immer getrachtet haben, mit denen sie ein gutes Verwandtschaftsverhältnis hatten. Wenn dein Vater oder deine Mutter den Hajj nicht vollzogen haben, mach den Hajj für sie, mach die Umrah für sie, mach gute Taten für sie, spende im Namen Allahs, Azza wa Jal, für deine Eltern.
Das sind alles gute Taten, die du ihnen gegenüber machen kannst, denn wisse, diese Taten werden sie erreichen. Lass das Koran lesen am Grab ohne Anlass. Das ist keine Sunna. Das ist nicht eine Tat, die bestätigt ist. Aber du kannst zum Beispiel Korans kaufen und in die Moschee hereinsetzen. Und den Lohn werden sie bekommen, inshallah ta'ala. Denn das ist eine Sadaqa Jariya. Du kannst einen Brunnen bauen in ihrem Namen. Du kannst und kannst und kannst tun. Nur wirst du es tun? Das ist die Frage. Es gibt so viele Möglichkeiten, die du hast. Tue das, bevor deine Eltern an einem Tag zu dir kommen und sagen, ich verfluche dich. Wenn diese Worte gesprochen werden und ihr wisst, je älter die Eltern werden, umso sturköpfiger werden sie. Ich hoffe, man versteht das Wort richtig, was ich sage. Es ist sehr schwer, mit ihnen auszukommen, weil sie werden wieder wie, hä? Wie Kinder. Er ist sofort sauer, beleidigt, richtig? Wenn du eine Sache nicht so machen kannst, wie er es möchte, obwohl du jetzt nichts Falsches gemacht hast, sofort ist der Vater oder die Mutter sauer auf dich. Du musst das hinnehmen, du musst das ertragen, denn du erträgst diese Geduld nur für Allah Azza wa Jal und aus Liebe zu deinen Eltern. Und ich möchte und ich bitte um Aufmerksamkeit, jeder geht heute zu seiner Mutter oder ruft sie an und bittet sie um Vergebung. Denn bei Allah, lieber machst du den Kopf runter in der Dunya, als wenn du den Kopf in der Hölle runter machst. Möge Allah Azza wa Jal jede Mutter ein weiches Herz geben, sodass sie heute ihrem Kind verzeihen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von der Shaitan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tfadl. Wer hat eine Frage? Tfadl. Gibt es Überwalidein auch zu Schwiegereltern oder Stiften? Na, der Bruder stellt eine gute Frage. Gilt Birrul Walidain auch für die Schwiegereltern? Nicht in dem Maße wie zu den Eltern. Die Eltern haben ein ganz besonderes Recht. Aber wir sind zu allen gut. Ja, wenn wir sogar zu den Kuffar gegenüber gerecht handeln, dann wie sollen wir zu Schwiegereltern sein, die Muslime sind? Na, das ist die Sache. Wallahu ta'ala ala wa a'am. Tfadal. Wo wir gelernt haben, wie wir zu den Eltern sein müssen. Wie ist es, wenn wir zum Beispiel Eltern hat, die Kuffar sind, jedoch verstorben sind? Ist es hier erlaubt, dass man für sie Dua machen kann? Nein, eine sehr gute Frage. Wie ist das, wenn ich Eltern habe, die Kuffar sind und bereits verstorben sind? Darf ich für sie Dua machen, Allah um Vergebung für sie bitten? Hier sind die Grenzen Allahs. Hier sind was? Die Grenzen Allahs. Wir dürfen für Eltern, die nicht Muslime sind, für Menschen allgemein Kuffar, solange sie leben, dürfen wir nur einen einzigen Dua machen, möge Allah sie recht leiten. Wenn sie aber gestorben sind, Allah hat sie nicht als Muslime sterben lassen. Wer weiß am besten über die Herzen Bescheid? Allah. Hier muss man das herunterschlucken, denn das ist Allahs Gesetz. Auch der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, er hat Allah darum gebeten, dass er um Vergebung bitten darf für seine Mutter. Hat Allah es ihm erlaubt? Antwort: Nein. Weil seine Mutter ist im Höllenfeuer. Subhanallah, wie du mich wissen. Seine Mutter, die Mutter vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, liebe Geschwister, passt gut auf, sie ist im Höllenfeuer, wie auch sein Vater. Wie auch sein Vater, beide Eltern und beide Überlieferungen sind authentisch bei Imam Muslim, dass die Eltern vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im Höllenfeuer sind. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat die Grenzen Allahs niemals überschritten. Schaut mal, er hat Allah gefragt, weil es war seine Mutter. Natürlich, die Liebe ist da, aber Allah hat es ihm nicht erlaubt. Als Allah ihm das verweigert hat, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das so hingenommen, wie Allah azza wa jal das auch so bestimmt hat. Wenn man die Hajj oder die Umrah verrichtet, MashaAllah, ihr stellt heute alles gute Fragen, Alhamdulillah. Wenn man die Hajj und die Umrah verrichtet für die Eltern, kriegt man auch einen Anteil am Lohn? Nein. Du kriegst, den Hauptanteil kriegt natürlich die Person, aber du kriegst auch einen Anteil von dieser Sache. Allah Azza wa Jal, er lässt keine gute Tat verloren gehen. Na, Vater. Fika. Bitte? Die absolute Gehorsamkeit. Nein. Ist die absolute Gehorsamkeit gegenüber den Eltern? Nein, nicht die absolute.
solange die Eltern etwas von dir möchten, was nicht gegen das Gesetz Allahs ist, solange musst du dieses erfüllen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Es gibt keine Gehorsamkeit gegenüber einem Geschöpf, wenn man gegenüber wen ungehorsam ist? Gegenüber Allah azza wa jalla. Deswegen, wenn dein Eltern, dein Vater zu dir sagt: Mein Sohn, du bist groß geworden, jetzt kannst du mir endlich von der Tankstelle eine Flasche Raki kaufen. Dann sagst du nein. Du darfst das nicht tun. Selbst wenn er dich verprügelt, du darfst das nicht tun. Weil das gegen das Recht Allahs azza wa jalla ist. Deine Mutter, sie sagt dir etwas, was verboten ist. Das darfst du nicht tun. Der Maßstab ist unsere Religion. Ist das mit unserer Religion vereinbar, dann musst du das ausführen, was deine Eltern dir sagen. Ist das nicht vereinbar, dann darfst du das nicht ausführen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan für euer gutes aufmerksame Hören. Liebe Geschwister, am Mittwoch, am Montag sehen wir uns wieder. Bi'idhnillahi as-sami' al-alim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Das ist ein Gemälde, das ist ein Gemälde.